Die Fans hier im Max-Morlock-Stadion zittern. Der 1. FC Nürnberg trifft auf den FC Bayern München. Es geht um den DFB-Pokal und die Klubberer kommen nochmal mit Marek Mintal. Der flankt in die Mitte. Und da liegt Florian Mohrhardt waagerecht in der Luft. Ein Fallrückzieher, ein irres Ding. Das ist das 3:2, das ist die Entscheidung. Florian Mohrhardt macht den 1. FC Nürnberg zum DFB-Pokalsieger und macht sich selbst zur lebenden Clublegende.